Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Angespielt. Ja, wir sind hier heute in Hearthstone. Oh yeah! Der ein oder andere mag es kennen, das ist so ein berühmtes Kartenspiel von Blizzard und wir suchen uns hier mal einen würdigen Gegner und mal gucken. Okay, eine Schurkin. Valera. Eine Schurkin. Sieht sehr nice aus. Sieht sehr, sehr nice aus. Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr seid zuerst dran. Okay, gut. Dann müssen wir auf jeden Fall hier den Ogre mal weg. Den brauchen wir ja nicht. Ist am Anfang viel, viel. Oh, scheiße. Hätte ich den vielleicht auch noch wegtun müssen. Denn ich kann jetzt am Anfang nichts legen. Es ist jetzt auch hier in der Runde im Prinzip kackegal, ob das hier in irgendeinster Weise, ob ich gewinne, ob ich verliere, das ist kackegal. Ich gucke ganz kurz bei meinen Freunden. Okay, wäre da ganz kurz online, weil ich muss ja ganz kurz schauen. Ja, das ist im Prinzip kackegal, wer hier gewinnt. Ich versuche einfach hier nur irgendwie so ein bisschen zu spielen und euch das Spiel vielleicht ein bisschen näher bringen. Ich finde es richtig cool. So, machen wir hier mal Feuer. Kriegen wir hier ins Wasser. Yeah. Oh ja, ich habe einen Diamanten. Oh, okay. Ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, ich habe noch nie gegen eine Schurkin gespielt, weil ich spiele das selber noch gar nicht so lange. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich WoW-Spieler bin und so einen Mount wollte. Stellt zwei Leben wieder her. Ja, heilen wir uns, würde ich sagen. Was anderes können wir eh noch nicht großartig machen. Ich bräuchte vielleicht mal gucken. Ja, mal gucken, wie die Runde so wird. Oh, da werde ich angegriffen. Das finde ich nicht so cool, wenn ich angegriffen werde. Ah, das ist die Special-Attacke von ihr. Okay, mal gucken und ja. Wir haben hier einen Spottmeister, den wir jetzt setzen können, aber das war's dann auch schon wieder. So, bin ich gespannt, was sie jetzt hier macht. Feuer! Okay, so. Perfekt. Ey! Hör auf zu schlafen! Ja. Ich bin mal gespannt, welche Karte sie jetzt hier setzen wird. So viele Möglichkeiten. Ja. Das Dingo! Ja! Er hat jetzt auch einen Spott gesetzt. Beim Spott ist so, den muss man angreifen. Denn... So. Okay, wir haben nichts unbedingt so extremst Gutes. Wir könnten natürlich das jetzt setzen, aber wenn ich den hier nehme, dann verdoppelt das das Leben. Das heißt, wenn ich diese hier setze, dann hat es 6 Leben. Dann kann ich sie nochmal verdoppeln, dann hat er 12 Leben. Und dann kann ich ihn eigentlich ganz gut anhitten. Eigentlich dann schon ziemlich cool. Ich versuche einfach dann bei, dann, wenn wir eben, okay, noch ein Spot. Bin ich gespannt, welche Karte ich jetzt bekomme. Und jetzt macht sie mich kaputt. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ich denke immer so, ja, die haben einen Joker und dann war's das. Okay. Was machst du da? Was sollen wir denn den zurückgeben? Die kostet 2 weniger. Okay. Die hat jetzt eine Karte zurückgenommen. Gut. Was wir jetzt natürlich machen könnten. Wir könnten einerseits den hier legen. Der hätte dann auch noch gute Vorteile wegen dem Plus. Puh, dann hätten wir halt. Ja, gut, wir haben eh keine andere Wahl im Prinzip. Wir könnten auch sie nehmen, die würde ihn dann heilen, aber es würde sich jetzt auch im Prinzip nicht so viel bringen. Ich würde jetzt einfach mal auf den Spott nochmal gehen. 3 Leben, ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll war.
Weil wenn die beide mich jetzt hier angreifen und das sie dann vielleicht auch noch angreift, dann weiß ich nicht, wie das Ganze hier so sein wird. Also, da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen gespannt hier. Natürlich ist das hier ohne Facecam, beziehungsweise ich werde versuchen, vielleicht die Facecam einzubinden. Ich weiß noch nicht. Aber ich glaube, dass das ohne Facecam ein bisschen gemütlicher ist. Und jetzt wird er den hier auch noch angreifen. So schätze ich jetzt einfach mal. Okay, er hat nicht angegriffen, sonst wäre er nämlich tot gewesen. Okay. Ihn hier gerne töten. Natürlich könnten wir... Die ist aber eigentlich auch ganz gut. Ich nehme jetzt die hier und in der nächsten Runde werde ich den hier setzen. Heilt nämlich jeden auf meinem Feld und... Und dann ist, denke ich, das am sinnvollsten. Dann könnte ich nämlich... Der hat nur noch 2 Leben. Der ist echt jetzt in Gefahr hier. Ich werde einfach mal versuchen, jetzt in der nächsten Runde den hier zu setzen und ihn dann vielleicht hochzuheilen. Das wäre vielleicht ganz gut. Außer wir bekommen eine Heilkarte wie die hier nochmal. Das wäre natürlich schon ein ziemlicher Hit. Okay. Er greift direkt an. Und die Karte ist kaputt, wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht. Macht nicht so spannend hier. Okay, 2 Schaden hat der jetzt natürlich dadurch bekommen. Wir können den aber auch wieder healen. Ah, die Karte ist auch gut, ne? Aber ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal ihn hier. Und den Gedankenschlag heben wir uns noch auf. Und ich würde gerne eigentlich... ihn hier heilen. Das ist eigentlich... Das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann könnte ich hier angreifen, hier angreifen und hier angreifen. Und dann frisst er eigentlich schon ganz schön Damage. Und... Ich gebe auf. Gut gespielt. Okay. Wir haben den wohl gerade ein bisschen überfordert. Der, beziehungsweise er oder sie, hat jetzt gerade aufgegeben. Schade, ich hätte... Auf der ich hätte gerne noch... oh, das ist ganz cool, die Attacke hier. Ich zeige euch noch ganz kurz vielleicht das Menü. Also das hier ist jetzt mein Deck. Ich kann es euch ganz kurz zeigen. So, gehen wir mal schnell auf meine Sammlungen. So. Mein Priester. Gedankensicht, das möchte ich eigentlich schon gerne haben, weil ich glaube schon, dass das ziemlich wertvoll ist. Was könnten wir denn da raus tun, was vielleicht eventuell jetzt nicht so... nicht so... unbedingt nutzvoll ist. Ich würde sagen, ich tue die hier raus. Dafür tue ich eine Gedankensicht rein. Weil die ist schon eigentlich ziemlich cool. Und ja, Leute, ich hoffe, ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick geben können von diesem Spiel Hearthstone. Also ich finde es richtig, richtig cool. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen und Daumen nach oben. Ja, haut den, vergewaltigt den Like-Button. Und ja, das war's mit dem Angespiel für heute. Ich glaube, heute ist dann auch noch eine Ender-Kids-Folge rausgekommen. Und zwar, das müsste der Panzer gewesen sein. Wenn ja, dann schaut einfach mal in meinen Videos, dann müsste der Panzer sein. Und ja, Leute, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich danke euch wirklich vom Herzen für die ganze Unterstützung, die ihr mir gebt. Es gibt natürlich so hier und da einen Menschen, der mich wohl abonniert hat, um jedes Video, was sofort online kommt, zu disliken. Ich würde mich freuen, wenn jeder hier, der dieses Video hier sieht, vielleicht einen Daumen nach oben jagen kann, damit ihr mir mal zeigt, wie viele von euch eigentlich hier aktiv zusehen. Und über ein Kommi würde ich mich auch total freuen, weil ich lese so gerne eure Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, ja, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und goodbye, ihr Höhlenmenschen. Tschüss.